Für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie haben noch nie die Erfahrung machen müssen, die ein Bekannter von mir machen musste. Der hatte mit der Renovierung seines Badezimmers einen Fliesenleger beauftragt und anscheinend wahrscheinlich zu viel auf den Preis geschaut als auf die Qualität und Ausbildung. Jedenfalls hatte er keinen Meisterbetrieb beauftragt. Das Ergebnis dieser Renovierung war eigentlich deprimierend gewesen. Die Zuschnitte waren miserabel, die Fliesen nicht im Winkel und die Fläche war uneben. Und zum allen Überfluss war dann nachher der Kostenvoranschlag dann auch null und nichtig. Es war wesentlich mehr, als eigentlich voraus vereinbart wurde. Sie meinen vielleicht ein bedauerlicher Einzelfall? Wohl eher nicht. Denn der Zentralverband des deutschen Baugewerbes hat 2011 in einer Expertenumfrage unter Sachverständigen des Fliesenplatten- und Estrichhandwerks erschreckende Zahlen ermittelt. Den betroffenen Bauherren und Endkunden entstanden dadurch nach Angaben der Sachverständigen ein durchschnittlicher Schaden von 9.000 Euro. Die Mehrheit der Sachverständigen kommt auch zu dem Ergebnis, dass bei Meistern und Gesellen die Qualität in der Ausführung unverändert hoch, manchmal sogar noch höher. Dagegen ist aber in der Gruppe der Verleger ohne ausgewiesene Qualifikation die Zahl der Mängel stark gestiegen. Und wen, meine Damen und Herren, haben die Bauherren das zu verdanken? Es war die SPD-geführte Regierung, die vor 10 Jahren die größte Deregulierung im Handwerk vorgenommen hat. Und heute stellen Sie sich hierher als die Retter des Handwerks. 2004 haben Sie die Axt angelegt und das Handwerk drastisch verstümmelt. Meine Damen und Herren, das ist scheinheilig. Heute kann jeder ohne irgendeine Qualifikation zum Beispiel Fliesen legen. Er muss nur eine Gewerbeanmeldung mitbringen. Die SPD wollte damals unbedingt ihre unsäglichen Ich-AGs, über die heute eigentlich schon gar keiner mehr redet, an den Start bringen. Das, meine Damen und Herren, war ein Angriff auf die gute Qualifikation im Handwerk. Haben Sie jemals daran gedacht, dass Sie damit vielen Handwerkern gesagt haben, was du machst, kann eigentlich jeder machen? Haben Sie damals daran gedacht, dass Sie einem Meister, der sein Leben lang stolz auf seinen Meisterbrief war, erklärt haben, dieser sei nichts mehr wert? Die Abschaffung der Meisterpflicht in vielen Handwerkszweigen im Jahr 2004 unter Rot-Grün hat zu mehr Scheinselbstständigkeit geführt. Die Zahl der Ausbildungsplätze ist drastisch gesenkt worden. Für weniger Ausbildungsqualität ist gesorgt worden und den Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen, der ist erhöht worden. Im Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2014 haben wir 24% weniger Lehrlinge im Handwerk als vor 10 Jahren. Und genau das sind die Folgen von Ihrer Handwerksreform aus dem Jahre 2004. Und jetzt sollten Sie sich hier nicht herstellen und ein Loblied auf den Meisterbrief singen. Das, meine Damen und Herren, gerade von der SPD, nimmt Ihnen leider niemand ab. Und bevor Sie behaupten, das sei mal wieder die überzogene Kritik der Linken, hören Sie vielleicht mal den Präsidenten der Handwerkskammer Erfurt, was er dazu sagt. Ich zitiere, die Vielzahl der Ein-Mann-Betriebe bildet das Einfallstor für Illegalität und Schwarzarbeit am Bau und führt somit zu Schäden, weil über das Fliesenlegerhandwerk hinaus zum Beispiel zudem leidet das Image dieses Berufes seit der Novellierung. Dumpingpreise und geringe Löhne sind verheerend. Die Linke hat schon in der vergangenen Wahlperiode in ihrem Antrag gefordert, das Gefälle zwischen den meisterpflichtigen und nichtpflichtigen Gewerken abzubauen. Zumindest muss es doch einen Gesellenbrief als Grundlage dazu geben, als Mindestqualifizierung. Damals wollten Sie davon nichts wissen. Stattdessen legen Sie heute hier diesen Schönwetterantrag für das Handwerk vor. Außen vor bleibt allerdings, dass das Handwerk völlig zu Recht zum Schutz der Verbraucher wieder mehr nachweisliche Qualifikation fordert. Und das unterstützen wir, meine Damen und Herren. Aber auch das Handwerk selbst steht in der Pflicht. Das betrifft vor allem die Tarifbindung, aber auch die Mitbestimmung der Beschäftigten. Betriebsräte und gute Tarifverträge sind im Handwerk leider nicht selbstverständlich. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt und die Linke unterstützt diese. Wissen Sie, ich bin seit 22 Jahren ehrenamtlich in einer großen Kammer tätig und in den letzten Jahren haben wir immer wieder festgestellt, dass die
Industrie bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen hat und die ganzen gut ausgebildeten Fachkräfte aus dem Handwerk natürlich absaugt. Und ich sage Ihnen, wir brauchen in Deutschland ein Handwerk, das gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat, wo gute Löhne gezahlt werden und gute Arbeitsbedingungen herrschen. Und dafür sollten Sie konkrete Vorschläge machen. Die habe ich leider in Ihrem Antrag nicht gefunden. Danke. Das Wort erhält der Kollege Axel Knörich für die CDU-CSU.